herzliches Hallo in die Runde. Ich bin Christa, seit vielen Jahren Übungsleiterin für den Bereich Fitness und Gesundheit hier im TSV Husum. Ich habe für euch heute ein kleines Fitnessprogramm zusammengestellt. Und dieses Fitnessprogramm besteht aus nur 6 Übungssequenzen. Die werde ich euch einmal vormachen und ihr habt 2 Alternativen. Einmal, dass ihr mit mir alle 6 Übungssequenzen durchmacht oder ihr nach jeder Sequenz einmal Stopp macht und dann diese Sequenz 6 oder 8 Mal wiederholt, dann habt ihr nämlich ein sehr herrliches Konditionstraining. Ansonsten holt euch fetzige Musik, das was ihr wollt. Einige Übungen habe ich so konzipiert, dass wir statt der Handeln einfach Wasserflaschen nehmen. Ob ihr die nun mit Wasser füllt oder mit Sand, dann habt ihr noch mehr Gewicht oder sie leer lasst. Das müsst ihr einfach sehen. Starten wir einmal mit der Übung 1. Ganz normaler Stand. Stellt euch vor, da oben hängen nämlich jetzt Gummibänder und die müsst ihr runterziehen. Wir machen das in 4x8 Zählzeiten. Wir fangen an. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achtung, wir kreisen. Auch hier 8 Mal. Wir haben noch 4, 3, 2, 1 und wieder von vorn. Nur noch 4, 3, 2, 1 und wieder Kreis. Schwingt schön. Noch 4, 3, 2, 1. Erste Sequenz schon geschafft. Wie gesagt, entweder ihr wiederholt die oder wir gehen zur nächsten Sequenz über. Die nächste ist im Stand. Ihr nehmt die Arme im rechten Winkel. Achtet bitte darauf, dass ihr den rechten Winkel beibehaltet. Die Arme werden schwer und gehen manchmal runter. Haltet. Die Fingerspitzen sind gespannt. Wir ziehen zusammen. Noch 4, 3, 2, 1. Wir ziehen von oben runter, rechten Winkel. Und wenn ihr wollt, habt ihr da einen Expander. Und wieder schließen. Noch 4, 3, 2, 1. Und wir gehen wieder hoch. Nicht vergessen. 3, 2, 1. Zweite Sequenz geschafft. Die dritte. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt eure Flaschen hinzunehmen. Einmal Ausgangsstellung. Das Einzige, was ihr zu machen habt, ist, dass ihr die Ferse zum Po führt. Haltet, wir fangen. Zweimal rechts, zweimal links. Ich bin euer Spiegel. Und 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Und wir gehen mit den Flaschen nach vorne. Und noch einmal die dritte, 8. Einheit. Und die letzte Einheit. Flaschen nach oben. 2. Letzte Einheit. Okay. Schulterkreisen. Die Hälfte des Zirkels ist geschafft. Wir gehen zur vierten Sequenz. Ihr geht bitte in Schrittstellen. Achtet darauf, dass ihr vom Kopf bis zu den Fersen einmal die Spannung aufbaut. Achtet auf euren Rücken. Die Ellenbogen nehmt ihr nach hinten. Ihr geht vorne auf die Fersen und hebt 8 Mal das Bein an. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und die Flasche. Zur anderen Seite. Spannung, Schulterblätter unten und hinten. 8 Mal ohne Flaschenzug. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir ziehen die Flaschen. Ellenbogen nah am Körper. Okay, Schulterkreisen. Wie gesagt, ihr könnt das jetzt mehrfach wiederholen oder mit mir zu Nummer 5 gehen. Ihr steht, Arme in Seithalte. Ihr geht entweder jetzt 8 Mal mit dem Bein nach vorne. 4, 3. Wir wechseln. Ihr könnt aber auch hüpfen. Noch 4, 3, 2, 1. Rückwärts. Guckt immer, dass das Bein hinten vorkommt. Und wechseln.
4, 3, 2, 1. Einmal tief durchatmen. Und wir haben die Sequenz Nummer 6. Gleichgewichtsübungen. Ihr stellt euch gerade hin und stellt jetzt die Ferse an eure Zehen. Entschuldigung, ich muss dann noch einmal die Wasserflasche holen. Ihr versucht das Gleichgewicht zu halten. Wir fangen an. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zur Seite. 8, 7. Das Gleichgewicht zu halten ist gar nicht mal so leicht, wenn wirklich Ferse auch zu den Zehenspitzen zeigt. Wir drehen um. Genau ausrichten, nicht mogeln. Da müsste man jetzt ein Lineal dran halten können. Okay. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und guck mal, wie es seitlich geht. Schulterblätter unten und hinten. Nochmal 4, 3, 2. 1, absetzen, Schulter kreisen. Komplett, die 6 Sequenzen sind durch. Vielen Dank und ganz viel Spaß beim Weitermachen.